Ihr steht gerade vor dem Haus, mustert es etwas, betrachtet den windschiefen Turm und auch die beiden Bäume, die davor stehen. Die Tür, die ihr dann, ja, die kleine Treppe, drei Stufen sind es nur, sehen könnt, ist angelehnt, nicht verschlossen. Ein Odem der Niederhölle, der euch hier entgegenweht und es erinnert euch etwas an Yol'Gurmak, wenn ihr denn schon dort wart. Ja, ich winke immer mal. Geht da reingehen. Ich soll jetzt als Fernschützer, als Erster da rein. Hast du irgendwie Schädelfraß? Ich soll da jetzt reingehen? Okay. Lass mal, wenn ihr irgendwie einen Schutzzauber macht und dann gehen wir da gemeinsam rein. Ich bin direkt hinter der Raphim. Gut, alle mal bitte um mich herum versammeln. Ich werde einen Guardianum sprechen. Ich ziehe schon mal mein Schwert und stelle mich dann neben Isarun. Der gegen Dämonen natürlich. Immer muss ich bei ihr halten, irgendwo genau hinhauen oder ist egal? Versuch nicht irgendwie mit dem Schwert direkt in die Glut zu hauen. Die Glut soll sehr heiß sein. Also dass so ein Okay. Bauch gegen die Leucht rot leuchtet. Also immer schön auf den Kopf. Auf den Kopf und auf die Flügel. Krieg hin. Isarun macht dann ihre entsprechenden Gesten mit dem Magierstab, der dann rotiert, und spricht: Venus Date, Defendamur. Sind wir bereit? Wie steht es mit eurer Waffe, Kiaras? Ist sie geweiht? Ja, das ist sie in der Tat. Beide. Das heißt, der einzige Nahkämpfer ohne geweihte oder magische Waffe ist Raphim. Meine Waffe ist immer noch chorgeweiht. Ach ja, wie praktisch. Na dann, meine Herren, können wir wohl hineingehen. Wie weit kann ich von euch weggehen, ohne dass dieses Kuppelding nicht mehr da ist? 3-Schritt-Radius. Drei große Schritt oder drei kleine Schritt? Ja, du kannst nur einen, du kannst nicht mal einen ganzen Schritt Abstand von ihr halten. 3-Schritt-Radius um den Magier. Aber wenn du mit deiner Körpergröße, wenn du mit deiner Körpergröße weiter als einen Schritt entfernt bist, guck dein Kopf raus. Okay, bleib also dich bei mir. Okay. Wollt ihr dann vorgehen oder soll ich vorgehen? Das ist mir gleich. Ich kann gerne vorgehen. Ah, nee, jetzt gehe ich vor. Und Raffin geht rein. Also ich folge direkt. Die Tür. Dann ist Kiaras Nummer 2. Dann ja, ist dann gehe ich, weil dieser dann bin ich in muss der die Mitte. Mitte sein. Dann wahrscheinlich Abelmir. Du kannst die Tür aufdrücken, sie quietscht, aber na gut, dadurch, dass ich hier, dass eure Ankunft höchstwahrscheinlich kein Geheimnis sein sollte, drückst die Tür auf und kannst ins Innere schauen. Vor dir kannst du grün leuchtende Augen erkennen und eine Gestalt, schlank, hochgewachsen, geisterhaft, in eine schwarze Robe aus Schatten gehüllt, zeichnet sich aus der Dunkelheit ab. Grün glimmende Augen, die aus den Niederhöhlen zu kommen scheinen, und ein Horn, was aus der Robe heraus gewachsen zu sein scheint. Und wenn du die Tür weiter aufdrückst, die Gestalt scheint erstmal nicht zu reagieren und dich einfach nur glosend anzuglotzen, kannst du eine weitere Gestalt sehen hinter einem Tresen? Steht da wohl gerade, putzt ein paar hölzerne Krüge und Becher und nickt euch dann freundlich zu. Die Gestalt selber scheint wohl ebenso hager zu sein, schmächtig, blass und ein wässriger Blick, als ob er verheult oder so etwas wäre. Ein Mann, ja, nicht unbedingt groß, ja, mittelreicher. Du gehst hinein, drückst deinen schweren Körper, guckst dich um, orientierst dich. Links, rechts, auf der rechten Seite kannst du eine Person sehen. Ja, ist da wohl aufgehängt. Du kannst noch die aufgerissenen Augen sehen, rot geädert, als ob da viele, viele Adern geplatzt sind. Die Beine sind mittlerweile auch komplett blau angelaufen. Die Füße kannst du da sehen und stocksteif schwingt er da. Als wäre das ganz normal.
stellt die Person gerade vor dir hinter dem Tresen den ersten Holzkrug hin und putzt gerade einen zweiten. Links komisches Dämonenvieh, geradeaus komischer Dämonensöldner, rechts Toter. Und ich mache mal einen weiteren Schritt da rein, damit die anderen folgen können. Ihr seid also die Helden, die geschickt worden sind. Setzt euch. Ich schaue mal die Magier an. Was machen wir jetzt? Ich dachte, die würden uns angreifen. Na, wenn die es nicht tun, tun wir es. Finde ich gut. Wir werden uns jetzt bestimmt nicht hier hinsetzen und mit denen Bierchen trinken. Wir wollen nichts von euch. Höchstens verhandeln. Ach. Nun, leider ist es euer Pech, dass wir etwas von euch wollen. Gut. Euren Kopf auf einen Spieß. Den könnt ihr später haben. Wo ist Rohaya? Ich wüsste nicht, warum ich euch solche Informationen geben sollte. Können wir die jetzt endlich umbringen? Seid ihr befugt zu verhandeln? In wessen Namen wollt ihr überhaupt verhandeln? Im Namen von Galotta. Kann ich ihn jetzt umbringen? Den linken Hoshi mit Sicherheit. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ihr müsst mir aber folgen, sonst ist ja... Ne, wisst ihr. Wir hören uns erstmal an, was der Mann hinter der Bar zu sagen hat. Nun, was will Galotta denn? In Garrett könnten demnächst viele Menschen sterben und das kann doch verhindert werden. Ihr habt gesehen, was in Verheim passiert ist? Oder nicht? Wisst ihr überhaupt schon Bescheid? Ausgehen? Die ganze Stadt wirkt mir so, als ob noch niemand eine Ahnung hat, was passiert ist. Wir sind wohl noch etwas vor der Zeit da, oder? Wir wollen mit Rohaya sprechen und mit ihr die Übergabe der Stadt vereinbaren. Ich kann euch schon jetzt sagen, dass niemand euch die Stadt übergeben wird. Ihr seid also befugt zu verhandeln, ja? Wer seid ihr? Ihr wisst nicht einmal, wer wir sind? Nun, das ist doch wirklich beleidigend. Und ihr seid wahrlich von Galotta geschickt? Enttäuschend. Sprecher Rayani, Pfeil des Lichts, Magierjäger. Ein Kämpfer, ein Bogenschütze, ein weiterer Magier. Was ist mit dem Rest des Adels? Sind die alle gefallen? Wieso reden wir mit dem Dämonenanbeter? Also, wieso? Jetzt wirklich? Ja, gute Frage. Also, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was mich davon überzeugt, ihn am Leben zu lassen oder auch nur weiter anzuhören. Die Stadt übergeben? Das wird nicht geschehen. Er ist ein Dämonenanbeter, das hätte ich euch vorher sagen können. Wenn wir ihn jetzt bitte umbringen. Ich denke nicht, dass er noch irgendetwas ausplaudern wird, was von Interesse sein wird. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was mich interessiert hat. Na gut, dann eben anders. Das ist eure Antwort. Der Heshtod mit dem Horn schwebt auf euch zu und alles um euch herum wird dunkel. Initiative. Alles, was ihr tut, ist um 8 erschwert in der Attacke, in der Parade und der Fernkampf um 16. Das ist eine magische Dunkelheit und Dämmerungssicht sollte dann meines Wissens nicht zählen. Kannst du mich aber korrigieren? Dämmerungssicht zählt eigentlich immer, aber es gibt keinen Text, dass es bei magischer Dunkelheit nicht zählen würde. Also ich weiß, dass ein magisches Licht, das hilft zumindest nicht. Ja, also in dem Brilltext steht einfach nur, dass es alle Sichterschwernisse halbiert. Ja, gut, dann kriegst du nur eine +8. Frage, innerhalb der Kuppel des Guardianum,
die macht ja die ganze dämonische Energie zunichte quasi. Das heißt, wir müssen eigentlich ein innerhalb der Kuppel... Guardiano? Nee, das ist Artima. Nee, ich meine jetzt die Dunkelheit. Ja, die Dunkelheit ist ein Umwelteffekt. Umwelteffekte werden nicht durch den Guardianum aufgehalten. Genau. Auch nicht eine magisch, eine dämonisch verursachte. Also das ist also wirklich nur dieser reguläre Dunkelheitszauber. In der Beschreibung des Hashtags steht einfach nur drin, dass er eine Dunkelheit erzeugt. Da steht nicht drin, dass sie dämonisch wäre. Da steht nicht drin, dass sie durch ein Guardianum aufzuhalten wäre, weil er sie von einem Hashtag erzeugt ist. Merkmale, Umwelt sehe ich hier bei der Dunkelheit und dementsprechend würde ich sie nicht durch einen Guardianum wegfiltern lassen, ne. Ja, okay. Könnte ja sein, dass das irgendeine spezielle dämonische Fähigkeit wäre. Aber wenn es so ein stinknormaler Dunkelheit ist. Ja, also du kannst damit genauso mit jeder anderen, mit jedem anderen Antimagie-Zauber kannst du gegen eingehen oder du kannst jetzt halt eine magische Sicht geben. Ein magisches Licht hilft nicht, aber eine magische Sicht schon. Also ein Exposami. Gut, dann fangen wir an. Ich muss als erstes handeln, ihr dürft vorziehen. Wolfert bleibt stehen und lässt den Herrstott für sich angreifen. Der Herrstott greift Rafima. Schwebt 8 Meter auf Rafim zu. Erste Aktion ist um. Nächste Aktion. Das ist Dunkelheitsstufe 8, ne? Oder Stufe 16? Dunkelheitsstufe 8. Alles um. Genau, richtig, danke. Ich glaube, 8 ist auch maximal, also 16. Es gibt keine Dunkelheit, 9, meines Wissens. Ich kann meinen Token nicht kopieren, ansonsten hätte ich sie auf die 24 kopiert. Das ging nicht. Dankeschön. Gut, der Hashtag möchte mit seiner zweiten Aktion mit der Peitsche, beziehungsweise es ist eine neunschwänzige Peitsche, angreifen. Ja, ich warte darauf, dass die Magier irgendwas tun. Ja, zuckt nach vorne, trifft den Guardianum. Zuckt ein bisschen, aber macht keinen Schaden, weil er nicht ordentlich. Du wirst doch den Schaden. Wenn du 8 Trefferpunkte schaffst, dann trafst du ja 2 Punkte runter. Yay, ein Schildpunkt verliert ihr. Ein Schildpunkt, ey. Gut, dann ist der Hashtag. Ich muss gerade gucken, hat er sogar 3 Aktionen? Ich glaube, er hat 3 Aktionen. Ja, hat er. Aber. Darf er die frei einteilen? Er darf beliebig umwandeln. Ich glaube, er darf aber sonst... ich weiß nicht, ob er zweimal mit seiner Peitsche angreifen kann. Ich mache es einfach. Ist, glaube ich, auch egal. Er schmeißt nochmal seine neunschwänzige in den Ring. 6 Schadenspunkte. Zweiter Schildpunkt weg. Damit bin ich erst einmal durch. Wolfert macht nichts. Dann ist Abel mir. Ich würde aus dem Stab ein Oculus zaubern. Das ist die magische Sicht. Cool. Ich sagte cool. Richtig gut. Oculus aus dem Stab, Ritalkunde plus 9 Probe. Interessant. Möchtest du jetzt also... Ich würde sehen. Ja. Ist eine magische Sicht? Ich glaube der Exposami ist der, den du brauchst. Ich glaube, der Odem leuchtet einfach alles, aber mit dem Oculus. Der Oculus, Astralis. Genau, bei dem Oculus würde ich dir tatsächlich auch zugestehen, dass du dann eben 5 Minuten lang ordentlich sehen kannst in der Dunkelheit. Haben wir Glück durch den Glückssegen? Dass ich die 80 Ich sehe keine Liturgiekenntnisprobe von Kieras. Es gab keine Liturgiekenntnisprobe, wir haben keine Segen. Gut, dann ist der Oculus weg. Du klopfst deinen Stab auf den Boden, rufst Oculus Astralis und nichts passiert. Kannst immer noch nichts sehen. Kiaras. Tatsächlich möchte ich jetzt mit dem Stoßgebet anfangen. Das ist ja richtig hilfreich. Ja, wie lange dauert so ein Stoßgebet? 6 Aktionen. Dann würfel deine Liturgiekenntnisprobe. Beim Aufstufen wird doch die Dauer auch erhöht, manchmal. Gut, dann wirst du zumindest das einmal recherchieren können. Ja, mach das von P auf PP, damit alle Glück kriegen. Und wie das dann genau mit der... Bitte? Ist das eine Notlage? Ja, ne? Würde ich eine Dreier Erleichterung kriegen? Ja, eine Dreier würde ich dir geben. Die Zauberdauer oder die Liturgiekenntnisdauer, Gebetsdauer wird halt trotzdem weiter angehoben. Musst du mal bitte nachgucken, wie lange das dauert. Du bist damit beschäftigt, Isarun. Ich beginne einen Zauber zu sprechen, und zwar den Sensatako. Den würde ich gerne noch die Zauberdauer verkürzen. Die wäre normal 7 Aktionen. Und 7 und 4? Genau, und die würde ich gerne auf Rafim sprechen. Sprich sie doch auf Abelmir oder so.
Gegen die Magieresistenz oder ohne? Einzelperson freiwillig. Von daher, es steht nichts von Magieresistenz überwinden. Nö, gibt's keine. Rafim, würfel mal eine Magiekenntnisprobe, ob du deine MR. Dann würfel mal eine Klugheit plus 7. Und ist das auch um 8 erschwert nochmal? Nee, nur eine plus 7, ob du, wenn dieser Runde dich jetzt von hinten anfährst, dass du ihr nicht deinen Ellenbogen in die Nase trümmerst. Ja, Isarun, du musst gegen die MR von Rafim ankämpfen. Er lässt seinen Geist nicht locker. Okay, was hast du denn für eine MR? Ja. 3? Ja, guck. Keine Ahnung. Nee, 6. Ein Stück Toastbrot. So viel ein Stück Toastbrot ist er schon, aber... So, verkürzen, das ist schon mal minus 5 und dann nochmal die 6, hattest du gesagt? Ja. Finde ich jetzt ungünstig. Dann zauber die 7 Aktion. Also ich meine, kann ich mich jetzt noch umentscheiden? Noch hast du nicht gewürfelt. Ja, in dem Fall wird das wahrscheinlich... Aber 7 Aktion ist halt echt 3, mies. 2. Ich zauber länger. Ja, merkst, wie du gegen die Blockade von Rafim stößt und entscheidest dich dann um, dass du dann die Matrix doch noch etwas genauer vor deinen Augen webst. Oh Mann. Ja, ich hau erstmal zweimal den Hash tot, guck mal, wie das so läuft. Ja, das erste Mal hau ich konsequent daneben. Mhm. Probier es gleich normal. Ich würde ihn treffen. Ja, kannst Schaden machen. Das ist eine chorheilige Waffe. Ja. 14. Ja, okay. Und dann wandle ich meine letzte dritte Aktion noch um. Ja, was soll der Geist? Resistenz gegen magische Angriffe, aber gegen Kamale hilft ihm das halt gar nichts. Ah, ärgerlich. Ja, aber sehr gut. Ja, ich daneben. Dann ist Ömer drin. Ich nehme an, dass man bei Dunkelheit auch ernsthaft nicht zielen kann. Also wird Ömer seine Aktion verfallen lassen. Oh, okay, dann passiert gar nichts? Nee, Ömer wird diese Aktion nicht machen. Er wird noch eine Reaktion übrig haben, als ganz normale Reaktion, so wie jeder andere auch, aber die eben als Parade oder Ausweichen oder sowas, aber mehr nicht. Ja, gut, dann ist die Kampfrunde rum. Hashtort regeneriert 1W6. So. Ich muss gerade gucken, wie viel Schaden hat Rafim gemacht, dann... Könnt ihr mal bitte dem Hashtot 9 Schaden reindrücken, von der 30 dann minus 9. Ich trage mal die neue dann 21 an. Genau, dankeschön. Dann bewegt sich jetzt Wolfert. Wolfert, die Hand der Rache bewegt sich. 1, 2, guck gerade mal, sind 10 Meter. Nee, du brauchst nur bis zum Token anfangen zu messen, von Token zu Token anfangen. Ja, genau. Die sind 8 Meter. Ich bleibe auf 10 Metern stehen. 10 Metern stehen. Und Zauber. Dann ist der Hashtot dran. Der Hashtot wird 1, 2, 3 mal... Nein, er wird zweimal nach Rafim schlagen. Wieder mit der Peitsche. Wo ist der Ben-Hashtot? 1, 2... Ja, solange der Guardiano besteht, sollte das, glaube ich, nicht das Problem sein. 2 weitere Schildpunkte, die weg sind. Also 1 und 1. Eine Parade habe ich noch offen. Und dann ist Abelmir. Wie lange dauerte deine Ritualkenntnisprobe? Eine Aktion, ne? Eine Aktion aus dem Stab wieder raus. Ja, okay. Ich würde jetzt probieren, mit einem Adlerauge Luxor meine Einzelsichtmodifikation die Dunkelheit zu durchdringen. Also erstmal Einzelsicht schärfen, ist plus 4 und einmal verkürzen, ist nochmal plus 3, ist plus 7. Ja, wie viele Aktionen dauert das dann? 5 insgesamt, also 3 Aktionen. Als Nahrung würden sicherlich auch funktionieren. Was?
die Frage von Kiaras, ob Katzenaugen funktionieren würden. Das stimmt. Also es ist eine. Der Abelmir spricht die Formel, verhaspelt sich natürlich, aber verspricht sie halt trotzdem. Alle Auge Luxenohr, mein scharfer Sinn, die Welt durchbohr. Verhaspelt dich einfach ein paar Mal. Du hast aber wahrscheinlich die Zauberkontrolle, das heißt, du merkst nach einer Aktion, dass der Zauber misslungen ist. Nach der Hälfte. Ich könnt ihr zumindest mein Glück einsetzen, hast oder? Hast du Zauberkontrolle? Nein. Und du hast auch noch kein Glück, weil die Liturgie-Kenntnisprobe von Kiaras ist noch nicht fertig. Ah. Die ist noch eine Mache, pass auf. So viel ja, dazu. Du fängst an zu zaubern. Was ist so, Kiaras, hast du die Wirkungszeit? Die Wirkungszeit, wenn der wirkt, wirkt eine Stunde. Aber die Ritualdauer ist 6 Punkte. Ja, ist das jetzt also so? Also 6 Aktionen. Auch wenn du verlängerst. Ja, genau. Auch wenn ich verlängere. Es ändert sich nicht. Es wird nur eine Sternes draufgeworfen und die habe ich reingerechnet. Super, dann bist du von 6 bis 4 Punkte habe ich jetzt drin und nächste Runde kann ich aktivieren. Genau, nächste Runde gegen Ende. So, dann auch soll ich ziehe vor, oder? Dann ich das vorziehen? Wenn du fort. Ja, klar, dann würdest du zumindest helfen können, stimmt. Ja, aber ne, erst nächste Runde, oder nicht? Genau, nächste Runde, diese Runde. Zaubert noch. Ich bin ja noch beim Zaubern. Dann hast du 7 minus 2 und nochmal minus 2. Dann hast du noch 3 Aktionen übrig. Auf ihm. Geh dahin. Ja. Also ich nehme an, er kann mir ein paar Passierschlag reindrücken. Der Hashtag kann dir einen Passierschlag mitgeben, ja, macht er sogar. Und zwar, ja, wenn du aus dem Kontrollbereich rausläufst, dann macht er das sogar mit dem Beil. Ja, das müsste ja noch ins Schild. Ist nicht gelungen. Da kriegt ja plus 8 der Schwernis und unser Raffin hat ja Aufmerksamkeit. Ja, stimmt. Dann ist eh egal. Ja, okay. Ja, durch meine, ist hier auch Dunkelheit? Ja, überall. Überall. Ja, du kannst annehmen, dass überall Dunkelheit ist. Durch meine Aktion Position verliere ich meine 4er Schwernis, die ich mir selber auferlegt habe, und greife dann den blöden Wolfert an. Ja. Der 8er Schwernis. Ja. Ja. Gut, dann darf ich parieren. Warte kurz. Naja, da musst du einen Zauber abbrechen, denk dran. Da musst du ja, Zauber ja, abbrechen. Ich pariere. Ist das irgendwie erschwert? Außer Dunkelheit? Dunkelheit kümmert ihn selber nicht. Das ist ein ganz normaler Angriff. Dann ist eine ganz normale Parade. Ja, dann wandle ich meine andere Attacke auch noch um. Komm, gib ihm. Er schreit dich an mit, stimmt, er hat keine Aktion mehr. Er hat auch seinen Zauber abgebrochen, er pariert. Ja, es ging gerade darum, ob er noch eine dritte Aktion hat, um seinen Zauber auszulösen, weil das braucht eine ganze Aktion, aber blöd gelaufen. Ja, ich drücke ihm leider nur 11 Schaden. Dann kannst du ihm 2 Rüstungsschutz abziehen, sind 9, die du ihm geben kannst. Kannst du dann von dem den 31 abziehen. Ja. Ich setze ihn auf 22. Super, danke. Affim ist durch, Ömer 24. Der Eingang ist blockiert, ich tue nichts. Gut. Ich werde nicht einfach zwischen meinen Freunden durchschießen, das ist total riskant in der Dunkelheit. Ja, müsste sich Iserun mal bewegen, hat sie glaube ich im Kampfseminar gelernt, aber die zaubert gerade. Der Hashtag regeneriert 1W6. Ich ziehe vor. Nee, Ende der Runde. Ich habe jetzt Regeneration 1, dann gehe ich auf die 25. Haben wir bitte eintragen, Ömer, mach das bitte. Super, das ist ganz gut. Dann nächste Kampfrunde. Ich will auch vorziehen. Ja, dann zieht jetzt SS das Raffim vor. Ja, ich versuche nochmal die blöde Sau von mir zu hauen. Mhm. Oh! Ja, nee, kein Patzer. Kein Patzer, der kann aber auch nicht parieren. Dann darfst du nochmal, wenn du willst. Ja, ich greife ihn nochmal an, natürlich. Ja. Jetzt müsste er parieren, wenn er das möchte. Ja, ich pariere wieder und würde ganz gerne jetzt meinen Zauber mal auslösen. Nicht geschafft. Ja, dann kriegt er jetzt 17. Also was ist das? Ist das ein Aktionszauber oder wie? Ein Zauber, der in dem Stab ist, aber der mit einer Parade ausgelöst wird. Ah, ach so, ja gut, aber seine Parade pariert. Ist ja nicht. Das ist das Problem. So, ja, kriegt jetzt theoretisch von den 17, 15 in die Fresse. Das könnte also schon Wunden sein, wie auch immer. Ja, theoretisch geht er damit auf 7 Lebensenergie runter. Soll ich das eintragen, 7? Die 7 kannst du ihm schon mal eintragen. Die Selbstbeherrschungsprobe wird da wohl. Was ist die 15? Lass mich nicht lügen. Also erste Wunschschwelle ist 15. KK hat er 10. Oh, wird knapp.
Nee, dann ist er, dann liegt er zuckend am Boden. That's good. Also nicht tot, zuckend am Boden und Wundschmerz. Dann ist jetzt Chiaras. Glücksegen Glück. Im Namen meiner Herrin Raya bitte ich dich, listenreicher Fex, schenke uns etwas von deinem Glück. Und der Segen ist durch. Gut, dann hat jetzt jeder einmal Glück. Dann bin ich jetzt mit meinem Hashtag dran. Ich bewege mich in den Rücken von Rafim. Da kommst du nicht hin. Dann gehe ich dann da hin. So, hier ist ja irgendwie diese Kuppel. Das heißt, du kannst den Oberkörper schlagen ohne Probleme, aber du kannst nicht in den Rücken kommen wegen. Ja, dann ist das eine Seite mit einer plus 3. Also minus 3. Das ist leider richtig. So, du hattest schon zweimal zugehauen, ne? Richtig. Und dann gebe ich dir jetzt einmal das Beil, dann schaue ich mal, was passiert. Das ist getroffen. Das sind 12. Ja. Obwohl, meine Parade ist auch um 8 erschwert, ist das richtig? Um 8 und von der Seite nochmal 3. Also um 11 erschwerte Parade. Ah, fuck it. Gib mir selber Trefferzone würfeln. Ja, mach mal. Eine parierte Attacke des Beils erhöht den Bruchfaktor der parierten Waffe, das ist egal. Eine nicht parierte Attacke der Axt senkt den Rüstungsschutz der Rüstung um 1. Dieser Effekt ist akkumulierbar. Ja, warte, lass mich gucken. Dann kriegst du am Schwertarm. Was hast du dann für eine Rüstung? 7. 7. Dann wird das Leder rüstig oder deine Metalle und jetzt ist es permanent 6. Schwertarm ist rechter Arm, okay, ja. Dann gebe ich dir jetzt meine Peitsche. Und dann mache ich Schaden. Nur 2. Kommt nirgendwo durch. Guck gerade. Zwei kommt nirgendwo bei ihm durch. Wer ein Peitschenhieb einsteckt und dadurch Schaden einsteckt, hast du nicht, erleidet zudem solche Schmerzen, dass er einer Schwernis von minus 1 auf alle Kampf-, Talent- und Zauberproben bis zum nächsten Sonnenaufgang erhält. Du hast keinen Schaden bekommen. Dann gebe ich dir nochmal einen dritten umgewandelten Peitschenhieb. Der Junge ist aber wissen, ey. In deinen Rücken habe ich das sogar geschafft. Also in deine Seite mit einer 3. Ja, das stimmt leider. Und da musst du mal gucken, bitte, wo die 4 trifft. Nee, geht nirgendwo durch. Mist. Hey. Mist, 5 braucht er. Also okay. Eigentlich braucht er 6. Okay, dann ist Abel mir drin. Ja, ich kann ja nicht sehen. Wir brauchen 3 Aktionen mindestens noch. Ich stehe weiter und rufe in der Gegend rum. Ja, hörst das Peitschenknallen vor dir und Rafim schreie. Weitere Schreie, die wohl zu Wolfert gehören und rumpeln. Chiaras, fertig? Diese Runde. Ich habe noch 3 Aktionen zu zaubern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Minus 2 sind 1. Auf ihm ist durch. Nee, ich kann noch einmal hauen. Einmal kannst du noch hauen? Ja, ich hau noch mal auf den blöden Wulfert ein. Der ist eine doofe Sau. Umgewandelt, gib ihm. Schön mit dem Stiefel. Also kannst den Schaden deiner Boronsichel nehmen, aber was du dann tust, ist einfach, dass du seinen. Ja, ich trete seinen Kopf unter meinem Stiefel und reibe da noch so ein bisschen mit der Rest seiner Gehirnmasse meinen Stiefelwund. Genau. Trittst dann in den Keller dieses Geschosses, trittst du dann die Gehirn- und breiige Masse dann in das nächste Geschoss. Auf ihm ist durch, immer. Irma tut nichts. Dann ist die nächste Kampfrunde nach einer Regeneration von 6. Dann bin ich ja wieder auf der 31. Also er hatte mal nur 30. Ich weiß nicht, ob er überregenerieren kann. Achso, nee, der Wolfert hat 31, ne? Dann ist er nur auf 30. Entschuldigung, hast du gut mitgedacht. Hashshot ist dran. Möchte jemand vorziehen? Ich ziehe vor. Ich auch vorziehen. Ich wende mich natürlich dem Hashshot zu. Und dann drücke ich ihm erstmal 2 Attacken rein, weil es so viel Spaß macht.